Tom Sarkis und Tarek Raizi sind Scouts für Luxusgüter. Sie verkaufen Autos, Flugzeuge und Villen an reiche Kunden. Diesmal schauen sie sich ein Luxushotel mitten in der Wüste an, um zu sehen, ob es für ihre Klienten eine passende Location wäre. Das Hotel hat sich nicht lumpen lassen und hat mitten in der Wüste einen künstlichen See angelegt. Wir arbeiten eng mit Allah und dem ganzen Management, wo wir alle unsere Kunden hinschicken. Also das ist eine von den schönsten Locations, wenn man Wüste liebt und Relaxation mag. Allah, give us a little bit briefing on what is here in the new lake. Actually, this lake, it's of course, it's not natural, it's made. It's middle of the desert, you know. When the case is coming, especially to Bab el-Shams, in the middle of desert, middle of nowhere. Yeah. Around you, as you see, it's just the sand, yeah. And you'll see this lake. Yeah. All the bears, the flamingo, and all the bears, which is in the desert, is coming here for it. In summer, the level of the water remains the same, or? No, actually, it will be the same. It's because there's machines, there's motors, mm-hmm. to clean the water, to replace the water, and rotate it okay. for all the time. Okay. Den einzigen Luxus, den sich Tom Sarkis ab und zu leistet, ist der Ausflug in die Wüste und natürlich sein Falkenweibchen Nura. Die Falkenjagd und Zucht ist traditionell in Dubai. Jeder, der etwas auf sich hält, legt sich so ein Tier an. Die Kosten liegen zwischen 5.000 und 30.000 Euro pro Stück. Oh, das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Salam alaikum. Das ist mein kleines Baby. Endlich einmal wieder da, zu Hause. Also, das ist meine Falke. Und die Burschen kümmern sich um die Falke, züchten sie da. Ich komme einmal im Monat und schaue, ob es ihr gut geht. Und ja, da sind wir da wieder. Es ist so eine große Liebe. Kann man nicht vorstellen, wenn man sowas hat. Tare, was sagst du zu meinem Baby? Nimmst du der andere? Ich finde es sehr schön. Mashallah. Ich habe keine Beziehung zu Vögeln, aber ja. Der schaut halt gut aus. Aber du weißt, Tarek, es muss eine Verbindung da sein. Also bis heute kann ich nicht hundertprozentig alleine was machen mit ihm. Aber es ist wunderschön, oder? Hello, sweetie. How are you? Ja? Das Highlight des Kurztrips auf Ibiza hat sich Sascha Marini für den letzten Tag der Reise aufgehoben. Er will seiner Angebeteten zum Geburtstag ein besonderes Geschenk machen. Ein kleines Bötchen. Moment mal, ich mag schon wissen, ob das mein Geburtstagsgeschenk wird. Wenn du das jetzt schon weißt, ist es dann aber keine Überraschung mehr. Doch, dann ist es noch viel schöner, wie wenn du mich irgendwie warten lässt. Oder ja, also. Na schau mal, wenn es dir gefällt, dann könnte es möglicherweise ein Geschenk werden. Ja, sie putzt. Schön. Na schau. Ich mich das schon gleich noch mehr. Was will ich? Das da ist es. Schau. Hör auf. Das? Nein, das ist dein Geburtstagsgeschenk. Au. Sascha hat dann doch ein etwas größeres Boot im Auge. Ach, gleich vorweg, das will ich. Ja. Schatz, du machst mir es nicht leicht mit... Hallo. Hallo, servus, Sascha. Guck mal, Hasiputz. Schatz, du machst mir es nicht leicht, über irgendwelche Preise zu verhandeln, wenn du reinspringst und sagst, das will ich. Ich dich alleine irgendwas einkaufen schicke, dann wird's teuer, ja? Also genau das, was ich möchte, dass er auch will, oder? Schatz, ja, also. Hasiputz, ja. Ein Boot ist ja immer nur so gut, wie der Vorbesitzer das hinterlassen hat. Dieses Boot hatte genau einen Vorbesitzer und einen Kapitän, der sich immer regelmäßig darum gekümmert hat. Wir haben also innen drin alles rausgenommen, haben die Wände grau lackiert, haben den Teak selbst verlegt, ja, also das ist selbstverlegter Teak mit dieser nautischen Rose in der Mitte und die ganzen Kissenarbeiten und das haben wir auch alles selber gemacht. Das Boot hat einen Generator, den ich hiermit starte. Das heißt, sobald ihr auf See seid, verbraucht der Generator zwischen 5 und 15 Liter pro Stunde und ihr habt permanent Strom. Das heißt, alle technischen Geräte, alles an Bord funktioniert immer. Das ist wichtig, ja. Ja, ja, der Tank hat 3000 Liter, verbraucht Diesel das Boot, ca. 300 Liter pro Stunde.
Und das heißt 5 bis 15 Liter pro Stunde für die Elektrik? 15 Liter pro Stunde braucht der Generator für die Klimaanlage, für den Zaun, für die Kühlschränke. Okay. Und wenn man im Hafen ist, dann nimmt man die Powershore, das heißt das elektrische Kabel, und steckt das hier ein. Ich bin so berührt gerade von diesem Boot, dass ich... Ich hab mega Freude, ich hab so viel, ich hab nicht gerechnet. Gehen wir wieder hinauf? Nein. Nein, ich gehe da nicht mehr raus. Täglich rausfahren können und ein bisschen Freiheit genießen. Und das in einem schönen sportlichen Ding. Ja. Na, also, lassen wir uns überraschen. Zufrieden. Aber ist ein guter Anfang jetzt. Ja. Der deutsche Nochbesitzer nimmt die beiden Wiener noch kurz zu einer Spritztour mit. Voll geil. Ja, ja. Das ist. Jawohl. Da jetzt kommt das Wasser raus. Jetzt ist aus dem Wasser raus. Ja, jetzt haben wir 30 Knoten. Hier schaut das so geil aus. Ja, aber dass ich jetzt so viel Freude. Ich meine, schau dir dieses Boot an. Das ist, es ist genau das. Das ist sogar noch besser als das, was ich mir ziehen wollte. Ich will das nur so schnell wie möglich haben. Ich muss immer gerade Fotos machen. Ja, okay. Nehmen wir's? Nein, okay. Ich denke drüber nach. Falsches. Hast du Boot? Na? Mein Schatzi-Bärli. Jetzt muss nur noch das Schatzi-Bärli ordentlich verhandeln. Ja. Schatz, er will nicht mit dem Preis rausrücken. Die Verhandlungsbasis ist 1,1 Million. Die Verhandlungsbasis? Genau. Dieses VB gefällt mir. Das VB habe ich deswegen erwähnt, weil deine Lebensgefährtin sehr enthusiastisch war. Nichtsdestotrotz weiß ich den Wert des Bootes. Ich weiß, was ich dafür bezahlt habe. Ich weiß, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe. Ich weiß, wie die Marktsituation ist. Ich weiß, dass es das wert ist. Ich verkaufe nicht, wenn es nicht sein muss. Ich habe das Boot jetzt erst gekauft. Ich habe es jetzt erst renoviert. Und ob da jemand kommt und das kauft oder nicht, das ist für mich beides eine Win-Win-Situation. So, bin schwer begeistert. Ich danke. Es ist genial. Ich danke sogar sehr. Ganz, ganz toll. Auch wenn ich quietsche. Ich glaube, wir werden uns über den Preis einig, oder? Ich hoffe. Das VB nehme ich ernst. Das VB war ernst gemeint. Dann werden wir uns sicher einig. Super. Ich gehe mal davon aus, dass das in unseren Besitz übergeht. Ja. Super. Herzlichen Dank nochmal. Dankeschön. Tschüss. Wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Karte bringe ich ihm dann noch. Meine Visitenkarte. Karte, ja. Ja. Aua. Habe ich oben im Hotel vergessen. So. Tschüss, Boot. Peter Brauchi hat zwar seine Fertigteilhausfirma vor Jahren schon verkauft, doch die Baubranche hat ihn nie ganz losgelassen. In Schottland baut er gerade kleine Häuser, die später von Touristen gemietet werden können. Wie immer versucht er, möglichst nachhaltig zu bauen. Was sagst du generell zu der Anlage? Haben Sie also, was diese Außengestaltung, ich meine, sie ist nicht fertig. Ja, nein, das weiß man eh. Aber das ist so, wie man es vorgestellt hat. Es soll wirklich sich so richtig anschmiegen. Man sollte meinen, die Häuser sind schon immer da gestanden. Hallo, hallo. It looks really nice. This is well made here. It's getting better. Yeah. And I saw grass is already coming a little bit. It looks and nice. And rabbits. Rabbits also, ja. Die große Aufgabe, die wir haben, ist, diese Welt, diese schöne Welt, die wir haben, zu erhalten. Und um diese erhalten zu können, ist Geld notwendig. Und soweit ich das in den kleinen Rahmen, in den Proportionen auf unsere Welt bezogen hier sehe, so ist es also die Aufgabe, das Geld aufzutreiben, dass man das machen kann. Einen Platz besucht Peter Brauchl bei seinem Inselaufenthalt immer. Er wandert zu den Callanish Stones. Der Steinkreis wurde rund 3000 Jahre vor Christus errichtet. Ich kann mich sehr, sehr deutlich an die Zeit erinnern. Ich bin einmal ganz gezielt hierher gefahren, weil ich einfach selber in Unordnung war. Insofern in Unordnung war, weil sich rund um den alles auf einmal eingestürmt ist auf mich. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich einfach eine Selbstreflexion, mein eigenes Spiegelbild vor mir sehen wollte und wissen wollte, wo ich denn wirklich stehe und wo ich denn stehen will. Und dafür ist dieser Platz extrem gut geeignet. Es ist einfach so, dass man hier sehr leicht zu sich selbst zurückfinden kann. Ich
habe nichts davon, wenn ich ein Geld daheim liegen habe. Und ich neige dazu, immer wieder viel Geld auszugeben für Sachen, die einen Sinn machen. Die nicht schöne Kleider, die nicht Schmuck und Ohrringeln sind, sondern Dinge, die was bewegen. Besonders viel Spaß macht es mir, wenn man mit Geld was bewegen kann, was nachhaltig ist, was für die Zukunft von Bedeutung ist. Tom Sarkis hat vor 1,5 Jahren einen Falken geschenkt bekommen. Eigentlich sollte er 3 Stunden pro Tag mit dem Tier trainieren, doch das lässt der Job nicht zu. Es ist teures Tier, ehrlich gesagt. Und ich habe Gott sei Dank Freunde da, die sich um mein Tier kümmern, also meine Falke. Ansonsten ist es nicht leistbar, also es kostet viel Geld. Und die Chefs haben das und viele Freunde von mir haben das. Und einmal war ich in einem Villa von einem Chef und ich habe das, er hat 5 gehabt. Und ich war verliebt in einen, es war weiß genau wie diese. Habe ich gesagt, bitte, wenn du irgendwann in die Zukunft was für mich hast, denk an deinen Freund. Und da hat mir 1 geschenkt. Also ich bin froh, dass ich das Geschenk bekommen habe. Und jetzt seit 1,5 Jahren bin ich mit Nura zusammen. Meine liebe Nura. Kriege ich einen Pussy heute oder nicht? Dankeschön. Nein. Danke, Nura, Schatzi. Eindeutig nein. Danke, das war schon nein. Okay. Nura und ihr Besitzer kennen sich noch viel zu wenig. Tom ist zu unsicher beim ersten Flug. Der Handschuh rutscht und der Falke wird nervös. Es zieht und das ist schon gezogen, deswegen habe ich keine Kontrolle mehr gehabt. Schon starke Falke. Also. Und dann passiert es. Der Falke hebt ab und das, obwohl er noch die Augenbinde oben hat. Panisch zieht der Falke blind seine Runden. Der Trainer ist auch nervös, denn er weiß nicht, ob der Falke jemals wieder zurückkommen wird. Irgendwie hat der Vogel die Kapuze dann doch vom Kopf bekommen und kehrt brav zum Trainer zurück. Die Vorführung wäre sonst sehr teuer geworden. Ich komme einmal im Monat, ab und zu. Geht schon weg von mir, ja? Perfekt, bravo. Ja. Einen Versuch gibt der Trainer Tom noch. Er soll den Falken füttern. Aber auch das geht in die Hose. Hat er? Nura, bravo. Wenn ich Ruhe brauche, ja, Relaxation, von dem ganzen Stress, komme ich einmal im Monat oder zweimal im Monat. Wenn unsere Freunde auch da sind und Bach und die ganze Mannschaft sitzen mit mir und erklären mir, was gelaufen ist. Und ich zeige mir ganz genau mit anderen Falken auch, nicht nur meine. Also sind wirklich, muss man viel Zeit mit denen verbringen. Und die verstehen auch, ja, ehrlich gesagt, man denkt, das sind nur normale Falke und fliegt und hin und her. Aber in Wirklichkeit muss man Gefühle zeigen und ja, ganz einfach, Liebe muss da sein. Ja. Die Liebe zwischen dem Falken und Tom ist noch ausbaufähig. Momentan ist Nuras Herzbube eindeutig ihr Trainer. Sascha Mereni will seiner Freundin Melanie auf Ibiza das Beste bieten. Ein Freund von ihm führt ein Hotel auf der Insel und hat ihm einen Geheimtipp für ein romantisches Dinner am Strand verraten. Nur leider kennen diesen Tipp schon viele Einheimische. Statt einsamer Bucht tummeln sich hier Familien mit Kindern. Was sagt ihr zur Aussicht? Ja. Nackt. Nackt? Ja. Es sind ja noch ein paar Strandurlauber da. Ich nehme mal an, so in einer halben Stunde sind die auch weg. Okay. Und du freust dich auch schon auf ein großes Boot, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist dein Geburtstagsgeschenk? Ja, hoffentlich, und oder? Und wo wollt ihr das denn hinstellen? Bleibt das denn hier in Ibiza oder Mallorca? Ja, also irgendwo in der Umgebung wäre schön, wenn es bleiben würde, ja. Ja. Also nur so mal so eine Frage. Bitte. Wenn wir uns jetzt irgendwann für so ein kleines, süßes, schönes, hoffentlich großes Boot entscheiden sollen. Kleines, süßes, großes, okay. Wann haben wir das dann? Naja, wenn wir uns für eine gebrauchte entscheiden, dann haben wir es innerhalb von 2 Wochen. Man würde sich das noch ausgehen, dass ich mit dem vielleicht ein bisschen fahren lerne? Lenken lernen und alles? Also lenken lernen sollte man schon kurzzeitig ein bisschen kleineres nehmen. Wir machen ja noch in 3 Wochen, ich mache ja doch den Bootschein. Also, ja, ja. Aber geht sich das aus? Mein vorher verlegtes Geburtstagsgeschenk. Also gut. Jetzt stoßen wir mal an. Ja. Bitte, unbedingt. Jetzt unbedingt die Augen filmen, wenn sie jetzt aufgehen und jeder sagt, Freut mich, dass ihr da seid. Prost. Wir freuen uns auch sehr. So organisierst mit einmal. Gerne. Prost. Dankeschön.
Na? Na? Also nichts Neues. Ich habe Sachen nie länger als 10 Minuten sauber an. Das Restaurant ist berühmt wegen des hausgemachten Sangria. Das sagt zumindest einer, der es wissen muss. Der Wiener Alex Fahrt führt auf der Insel ein Hotel, wird als DJ gebucht und kennt Ibiza mittlerweile sehr genau. Also wenn man hier nicht jemanden kennt, wird man nicht einmal im Hinterteil angeschaut. Es interessiert auch keinen. Man wird oft eines Besseren belehrt. Dadurch hat man dann natürlich auch Probleme. Salut. Ja. Salut, okay. Morgen haben die Läden schon alle offen zum Shoppen, oder? Ja, ja, brauchst du keine Sorgen machen. Ja, ja, heute. Schrecklich. Ja, aber dafür ist es auch schon wieder so. In Spanien, ich finde es schön, es ist bis um 12.30, 13.30 offen, dann ist Siesta und dann von 16.30 bis 22 Uhr. Nur wir wollten heute ein bisschen shoppen gehen, Ibiza Stadt. Ja, alles zu. Alles zu, ja. Na, perfekt, ja. Ich lasse euch jetzt alleine, romantische ja, Zweisamkeit. In circa einer halben Stunde habt ihr den Sonnenuntergang, die sind alle weg und die LEDs gehen an. Die sind alle weg. Genau, ja. Nein, wir holen sie jetzt mit seinem Wasserflugzeug und werfen sie über Mallorca ab. Wünsche euch einen guten Appetit. Herzlichen und Dank. Wir telefonieren dann morgen wegen Il Destino oder Pacha oder wie auch immer. Ja, den Abend. Super, ja. Super, danke schön. Sascha. Super. Bis bald, ja. Thanks. Gleich bei ATV die Reportage. Tom Sackis feiert als Partyveranstalter sein 5-Jahr-Jubiläum und verteilt großzügig Geschenke an seine Geschäftspartner. Die Männer bekommen Olivenöl mit Goldplättchen, die Frauen eine Anti-Aging-Creme. Es ist eine von den Besten. In 5 Minuten eine Frau wird jünger ausschauen. Die Falken werden in 5 Minuten, also die Wirkung kommt in 5 Minuten. Tom Sackis hat sich als Veranstalter von Non-Profit-Partys einen Namen gemacht. Und das nicht nur in Österreich. Auch in Dubai kennt man den Wiener, der seine Kindheit im vom Krieg gebeutelten Libanon verbringen musste. Wo ich klein war, bin ich im Krieg aufgewachsen. Ja. Im Libanon, Beirut, wir haben Krieg gehabt, Zivilkrieg. Es war, die Frage war, wie lange werde ich leben? Ja, nach den ganzen Bomben und Anschlägen, was passiert sind, das war schwierig für uns und für meine Generation Kinder. Und ich wollte immer froh sein und studieren, wie jeder Mensch mein Leben führen. Und heute bin ich glücklich, Gott sei Dank, dass ich lebe und dank an Österreich. Mit 17 kam ich nach Österreich, also nach Wien, habe ich Theologie studiert und gleichzeitig nach einigen Monaten in der UNO gearbeitet, also in den Vereinten Nationen, in UNO City in Wien. Gearbeitet wird auch jetzt, spät abends noch, denn Toms Kontakte müssen gepflegt werden. Der Clubbesitzer bekommt deshalb heute ein besonderes Geschenk vom Wiener. So, this is thank you for our cooperation. Thank you so much. And thank you for. You look amazing. Oh wow. This is a special thing. It's olive oil, one of the finest olive oils in the world, with 24 karat gold. And now these days you can find it on Harrods.com. Yeah. That's so it's beautiful. Officially in Harrods. Thank you so much. Pleasure. Thank and you so have much. The certificate and the gloves yeah, 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 and the yeah. gold Thank olive so oil it's, warranty it's beautiful. Card. Seit 5 Jahren gibt es die Veranstaltungen von Tom Sackis. Das wird in Dubai flüssig gefeiert. Tom selbst trinkt absolut keinen Alkohol und spätestens nach einer Stunde verlässt er jede Party wieder. Meistens allein. Ja, ich bin Single und das Problem ist in meinem Leben, ich reise viel und ich bin da, dort und so. Es ist nicht so einfach. Ja, wenn die Richtige kommt, dann werde ich schon Ja oder Nein sagen. Ja? Also jeder will eine Familie im Endeffekt. Wir leben kurz in dieser Welt und damit muss man unser Bestes tun. Bevor Tom nach Hause geht, gibt es noch Geschenke von ihm. Wegen unserer 5-Jahre-Jubiläum, wir schenken jede 200 Frauen heute die Anti-Aging-Lifting-Creme. Es ist eine von den besten. In 5 Minuten eine Frau wird jünger ausschauen. Die Falken werden in 5 Minuten, also die Wirkung kommt in 5 Minuten. Habibti, you get special gift from our team. It's anti-aging. Yeah, you have to keep me looking good today. Yeah. So this is how it looks like. You don't need it now, but in the future. Für die Zukunft hat der Wiener, der ständig mit Luxusartikeln zu tun hat, nur einen sehr bescheidenen Wunsch. Mich interessiert das Luxus nicht, obwohl ich mit Luxus arbeite. Ich habe jahrelang mit diesen Leuten gelebt. Und für mich ganz einfaches Leben und gesund sein ist das Wichtigste. Und wie gesagt, ohne Spaß gibt es kein Leben bei mir. Auf Ibiza ist Melanie mit sich und der Welt zum ersten Mal richtig zufrieden.
Das Essen schmeckt ihr, die Aussicht ist gut und die lärmenden Touristen sind auch schon fast verschwunden. Alex hat uns da einen super Tipp gegeben. Das ist der beste Fisch, den ich je gegessen habe. Wirklich je. Egal, wo wir gewesen sind. Ja, also, ich glaube, fangfrischer geht's nicht mehr. Der ist, glaube ich, direkt da vom Meer rausgehupft und. Na, sehr gut. Mhm. Was? Katze mag auch Fisch. Wo ist Katze? Gib ihr was. Letztes Stück ist, ja? Nimm. Langsam. Riss sie es? Schau hin, dann kriegt sie noch was. Jetzt hat sie es gegessen, ja? Sascha ist glücklich. Seine Freundin ist gut gelaunt. Der Sonnenuntergang passt. Alles könnte so schön sein. Au! Da fliegt deine Ohrschreie. Ah! Ja, au, wo willst du hin? Warte, lass mich einhängen. Das ist sie gehe ich nicht. Hör auf. Du tragst mich zurück. Fast Stille. Ah, die Kinder hören. Wir sagen immer Kinder im Hintergrund. Ja. Wenn wir jetzt das Essen bezahlen, ich muss sagen, ich könnte es nicht einmal schätzen, was da jetzt für eine Rechnung auf mich zukommt. Aber nein, denke ich überhaupt nicht drüber nach und lass mir auch den Augenblick und die Ruhe da auch dadurch nicht verderben. Also, Ich denke überhaupt nicht. Du sowieso nicht. Ja. Ich habe noch nie eine Rechnung in Empfang genommen. Also, Nein, also genau dieses Dankeschön, wenn sie dann so strahlt und lächelt und man kann sie auch sehr oft mit Kleinigkeiten so glücklich machen. Wie gesagt, gerade das Essen jetzt zum Beispiel. Hat man gesehen, das hat ihr wirklich geschmeckt und ja, das freut mich schon. Und da bin ich immer dahinter, dass ich so ein strahlendes Lächeln neben mir habe.